Genau, also wir nicht die komplette Buchbranche, wir wollen also nicht die Welt retten, sondern wir wollen im Prinzip zwei kleine Probleme lösen, vor die gerade Sortimentsbuchhändler gestellt werden durch die Digitalisierung. Nämlich, dass es in puncto bei der großen Gerätevielfalt ein großes Wissensloch gibt im Prinzip. Sortimente haben 1000 Geräte zur Auswahl, die sie den Kunden zeigen können, haben aber selbst noch nicht so richtig die Praxis damit, nutzen das vielleicht auch selbst gar nicht. Und also es fehlt ihnen im Prinzip an Know-how, um den Kunden die Beratung zu geben, die der Kunde von ihnen erwartet. Und da wollen wir mit Mata einsetzen. Wir wollen zum einen eine Wissensplattform sein, wo sich der Buchhändler informieren kann und mit allen möglichen Wissen ausstatten kann, um den Kunden mit seinem konkreten Problem zu beraten. Das macht Mata zum einen. Und zum anderen, das ist die kleine Idee, die große Idee von Mata ist, wenn ein Kunde ein Problem mit E-Books hat, dann ist das meistens nicht was eine Ursache hat, die man einfach greifen kann, sondern es ist meistens ein sehr komplexes Problem, das dadurch noch komplizierter gemacht wird, dass wir sehr, sehr viele Beteiligte haben, die ihr Puzzleteil zur Lösung des Problems beitragen. Gerätehersteller, der Buchhändler, der das Buch verkauft hat, das muss nicht unbedingt der sein, zu dem der Kunde dann hingeht, wenn er das Problem hat. Und auch der Verlag irgendwie weiß ja bestimmte Dinge über sein E-Book, dass der Mensch, der im konkreten Fall Support leistet, eben nicht kann. Und die Idee ist, all diese Beteiligten in einem Netzwerk zusammenzuführen, dass man einfach Tickets zu einem bestimmten Supportvorfall innerhalb dieses Netzwerks zwischen allen Beteiligten hin und her schieben kann, dass wir am Ende einen glücklichen Endkunden haben.